What's poppin', Friends? Welcome to another Vlog. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe mir auch meine letzten Videos mal angeguckt und so, irgendwie sehe ich immer aus wie ein Opfer. Also ich bin immer ungeschminkt und naja, also können wir kurz appreciaten, dass ich mal zur Abwechslung nicht aussehe wie ein kompletter... Ich bin jetzt gerade dabei, ich hatte schon zwei Calls heute, mache mir jetzt gerade was zu essen. Ich habe, ihr kennt ja meine abgefuckte Küche, ich finde sie voll hässlich. Eigentlich war ich mal voll froh über die Küche, aber jetzt irgendwie... Irgendwie finde ich sie einfach hässlich. Ich mache mir jetzt Eier. Sehe ich ja gar nicht ein. Mann! Ah, warte auf den Wasserkocher. So. Ich bringe meine eigene Kollektion raus. Zusammen mit Safira. Auf Instagram habe ich es noch nicht publik gemacht. Aber jetzt hier auf YouTube. Ich freue mich so unnormal, Leute. Es ist ohne Scheiß, es ist so ein großer Traum von mir, meine eigene Schmuckkollektion irgendwie rauszubringen. Und weil ich meine, die Leute, die mich kennen oder beziehungsweise ihr wisst auch, ich liebe Schmuck über alles. Ich trage immer Schmuck. Es ist that's meant to be. Ich will halt bei jeder Bestellung praktisch, die gemacht wird, egal ob das jetzt ihr seid oder andere Leute, die das kaufen, will ich halt so eine persönliche Grußkarte. Alter, da kommen halt noch weniger raus, oder? Will ich so eine persönliche Grußkarte mit dazu tun. Also eine handgeschriebene und meine Handschrift ist halt einfach... Ich weiß, ich... Ja, jeder sagt immer, du hast doch eine schöne Schrift, aber... Wisst ihr, es gibt schöne Schrift, es gibt meine Schrift und es gibt eine Scheißschrift. So ungefähr. Ach, kacke. Alter, ich bin ja schon wieder komplett lost hier. Jetzt weiß ich gar nicht, ich habe mir ja einen neuen Schreibtisch bestellt. Alter, das sieht so hässlich aus jetzt hier alles. Ich muss unbedingt meine Wohnung aufräumen. Ich glaube, das sage ich auch in jedem Video, oder? Wo ich meine Wohnung zeige, dann sage ich immer, boah, ich muss aufräumen. Ich brauche Besteck. Ohne arbeite jetzt noch. Ich bin gar nicht motiviert, weil ich habe einen neuen Schreibtisch und ich finde ihn eigentlich geil, aber ich finde irgendwie, der passt irgendwie. Habe ich auch einen Wortschatz oder? Ich finde, der passt nicht so rein irgendwie. Arbeite ich noch? Ich habe noch. Ich habe zwei Calls heute und eigentlich einen Call seit einer Woche, den ich irgendwie die ganze Zeit aufschiebe, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Das ist so schlimm, weil ich meine, ich muss den sowieso machen und anstatt, dass ich den gleich mache, nee, drücke ich mich die ganze Zeit davor. It's a hard not life. Dun, dun. It's a hard. Jeremy ist jetzt da. Wir arbeiten jetzt an unserem Projekt. Hast du schon was gegessen, Jer? Ob's nicht. Schmeckt voll geil. Kann man trinken, ja. Das schmeckt voll geil. A wine a day keeps the doctor away. Oh, das ist Gott, ist das hell. Oh. Jeremy, was ist mit deinem Glas hier? Das ist weder halb voll noch halb leer, sag ich immer, ne? Das Geile ist, ich habe Jeremy einfach, während wir den Business Call hatten, habe ich Jeremy einfach ein Weinglas gebracht. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich krieg einfach was zu trinken und dann krieg ich einen Wein. Hä, ich habe dir das Weinglas gezeigt. Ist doch klar, dass da Wein drin ist. Du hast irgendwas gesagt, trinken, und dann habe ich nicht gesehen, was du in der Hand hast. Das hab ich mal ja gesagt. Ja, Leute, das war mein ganzer Tag. Ich saß den ganzen Tag hier, habe gearbeitet und telefoniert und gebabbelt. Hä? Ah, jetzt. Immer wenn ich so gestresst bin, kennt ihr das, dann kann ich mir gar nichts merken. Ich kann auch nicht mehr richtig reden dann, weil ich so viele Sachen im Kopf irgendwie habe, dass ich in meinem Kopf schon viel weiter bin und gar nicht mehr bei dem Satz, den ich gerade eigentlich sagen wollte. Und dann schaltet mein Hirn einfach so mittendrin aus und ich denke eigentlich über ganz was anderes nach, wie das, was ich gerade sage. Es ist mega weird. Ja, also ich müsste eigentlich einkaufen gehen, aber ich... Boah, okay, Leute, ich habe das noch gar nicht erzählt. Ich habe einfach gestern... Also mein Handy hatte ja immer so einen kleinen Sprung, so ein lila Strich in der Mitte. Und gestern ist es mir nochmal runtergefallen. Dann war der Strich so praktisch nur noch auf, also ganz links. Und dann war es aber schon so gräulich, mein Handy. Und heute Morgen bin ich aufgewacht, also wegen dem Wecker. Und ich konnte das Handy nicht mehr ausschalten und es war einfach kaputt. Also ich glaube... Ah! Seht ihr das? Oh, wow. Das habe ich also alles verpasst. Ja gut, ne? Das kann ich jetzt nicht lesen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Stadt. Ich wollte mir nämlich bei Primark irgendwie... Ich habe gesehen, weil ich habe überall gegoogelt, wo ich so Fake Nails finde. Ich erkläre euch das später genau, weil ich bin übelst spät dran.
Ja, genau. Und dann gucken wir mal, was so geht, ne? Wir sind jetzt im Primark. Hier ist Bianca wieder. Weil ich ja eben diese Nägel da suche. Die haben voll die schönen Sachen irgendwie, gell? Ja, alles so clean, alles so hell. Ja, voll. Das will ich auch. Ja. Aber ich habe keinen Bock, Geld auszugeben. Ja, oh mein Gott, aber das sieht schon geil aus. Ja, ich wollte das Problem mit dem Geld ausgeben, habe ich irgendwie nie. Oh, das musst du bügeln. Das sieht sonst schlimm aus, wenn das aus der Waschmaschine kommt. Echt? Ja. Ich habe kein Bügeleisen. Aber wenn... Siemer? Okay. Ja, nein, ich brauche es nicht. Oder eigentlich schon, ich brauche es. Brauche ich? Ist das dein Maß 230x20? Ja, ist nur für eine Bettwäsche auch, ne? Ich habe ja auch nur ein Bett. Und ich bin Single, also... Voll schön diese Naturfilme. Ja, übel. Das wird voll gut in meine Wohnung passen. Oha, da gibt es end viele. Okay. Hä? Sieht voll gut aus. Wie hast du das gemacht? Von Rossmann. Echt? Ja. Hä, wir gehen jetzt gleich noch zu Rossmann auch. Ja. Wir haben Primark überstanden. Es war so anstrengend. Jetzt sind wir kurz bei Fehmarn, weil mir hier jetzt meine Brille letztens runtergefallen ist und der Laptop draufgefallen ist. Und jetzt lasse ich die mal reparieren. Das ist ungefähr auch schon 2 Monate her. Wir sind mittlerweile beim Essen angekommen. Voll cute mit dem ah fuck, hängen geblieben. Mit dem Hut. Ja, genau. Sushi und Edamame. Love it. Ich habe heute noch gesagt, ich darf nicht mehr so oft essen gehen. Ups. Ja. Was ist das? Warte. Gyoza. Alle hält mich jetzt. Ich habe schon falsch ausgesprochen. Aber irgendwie Gyoza oder sowas. Was ist da drin? Vegetarischer Kram. Wie Frühlingsrolle. Echt? Ja, probier. Geil, ich will es essen. Ja. Bisschen ASMR. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hä, aber jetzt ist es ja da hinten. Scheiße. Ja. Und, was meinst du? Jenny, ist das jetzt gerade zum ersten Mal? Das ist unnormal geil, oder? Ja, siehst du? Habe ich doch gesagt. Das ist richtig geil. Nein. Okay. Ich stelle mich manchmal an wie so ein Legastheniker. Ich bin nicht so begabt mit den Händen. Oh ne, das hätte ich nicht sagen. Das irritiert mich. Ja, aber klappt doch mit dem Stäbchen. Am liebsten würde ich einfach so mit dem mit Nagel der Hand so. Oder einfach so aufspießen. Ja. Wenn wir jetzt hier nicht mitten an der Aachener Straße sitzen, dann würde ich das auch machen. Bei mir zu Hause. Ja, einfach mit den Händen. Ja, sowieso. Ich, Jenny. So, das Sushi ist endlich da. Ja. Warte, Jenny kommt gerade. Was ist? Wie ist der Plan jetzt? Wie lange sitzen wir hier noch? Wir essen und dann fahren wir zu mir. Und dann machen wir uns fertig und dann fahren wir wieder auf die Aachener. Ah. Geilo. Next day, und zwar zeige ich euch mal ganz kurz hier, was ich von Trillian Lady mitgenommen habe. Und zwar diesen Blazer. Ich finde den so unnormal schön, ne? Ach ja, und diese Sonnenbrille. Moment. Okay. Und wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, wenn man da durchguckt, dann sieht die Welt so voll schön aus. Wisst ihr, was ich meine? So hell irgendwie. Tada! Ach, und den habe ich übrigens bei Primark geholt für 5 Euro als Deko. Geil. YouTube, was geht ab? Seid ihr gut drauf? Haha, das ist ja übelst hart. 3, nee, du musst das nicht raussetzen. 3, 2, 1, was soll ich euch sagen? Ich muss morgen arbeiten. Das ist immer dasselbe mit der Juicy Jazz, ne? Die kennen, deine Freunde kennen mich noch nicht, die kennen mich nur, weil du immer besoffen mit mir bist, ne? Von YouTube kennen dich noch keiner. Ja, aber jetzt auf YouTube, hallo YouTube-Leute von Jennifer Saro. Jenny ist immer Hacke mit mir. Vielleicht wisst ihr schon von... Einmal! Ich weiß auch gar nicht, wo wir eigentlich gerade sind, gell? Ich war hier noch nie. Sind wir überhaupt noch in Köln? Ja, natürlich.
Ne, wir sind in Leverkusen. Wir sind in Hoch. Wir sind in Hoch. Hab ich mich verschluckt. Das noch. Soll ich draufhauen? Oh, scheiße. Hoppala, ich bin umgeschnackelt. Wow. Das ist dein Ding, Alter. Juicy ist so ein geiles Wort. Habe ich euch eigentlich jemals erzählt, dass ich, wenn ich betrunken bin, so ein alter Ego habe und mich alle immer Juicy Jay nennen? Und es ist so witzig, weil Jess einfach auf Instagram Juicy Jess heißt. Ganz genau. Seelenverwandt, was soll ich euch sagen? Das ist mein alter Ego every time. Every time. Also dann ist es ja eigentlich dein normales. Ja, genau. Das ist mein Ego-Ego. Nicht alter Ego, Ego-Ego. Every time. Okay, ich glaube, wir haben übelste Scheiße. Das musst du halt irgendwie schneiden, dass es irgendwie passt, ne? Also, wie soll ich denn das schneiden? Ich lasse einfach gerade meinen gedankenfreien Lauf. Ne? Lass mal laufen. Das war drin. Der war drin. Hast du Spaß? Ja. Oberflächenspannung gemacht. Geil. Der Becher ist nass, weil du so scheiße mein Bein da reingefüllt hast. Die hat einfach, guck mal, ich zeig dir das mal, ne? Oh, ich liebe den, der ist voll schön. Die hat einfach, nein, jetzt hör mal auf. Das ist echt schön. Die hat einfach so mein Getränk eingekippt. Jenny, was soll die Scheiße, Alter? Mein ganzer Becher ist jetzt der nass. Ist umgefallen, was soll ich machen? Ah, filmst du oder machst du Filme? Ja. Video. Scheiße. Video. Spielst du jetzt Fußball? Was muss man denn da machen? Ich spiele auf jeden Fall mit. Ich kann es voll gut. Wir haben es gar nicht. Oh, darf ich auch eins werfen? Ja, klar. Oh, geil. Danke. Warte. Okay. Genau. Ey, aber. Go for it. Oh. Oh. So. Ich bin wieder back at home. Das war so ein kleiner Zusammenschnitt aus meiner ganzen Woche. Ansonsten unter der Woche sieht es eigentlich immer gleich aus, dass ich arbeite, so every day und den ganzen Tag nur auf dem Stuhl hier sitze. Ich muss jetzt noch Wäsche aufhängen und wisst ihr, was das Problem ist? Ich habe so viele Klamotten, Leute, dass mich das so krass stresst, dass ich am liebsten einfach alles wegwerfen würde. Aber ich will es auch irgendwie nicht wegwerfen, weil ich mir denke, hä, es ist voll schade drum. Ich kann doch nicht einfach Klamotten wegwerfen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist übelst schlimm. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe so krass meine Family vermisst, dass ich denen um 5 Uhr morgens geschrieben habe. Ich so, hallo, ich liebe euch alle voll und ich vermisse euch. Und ich freue mich jetzt, weil Corona, die ganzen Sachen ja gelockert wurden. Nächste Woche noch und dann fahre ich in die Heimat. Ich kann es kaum erwarten, also real talk. Dann werden wieder 1-2 bayerische Videos kommen, weil ich habe mir für die Woche auch Urlaub genommen. Das heißt, ich muss auch nicht arbeiten. Das heißt, ich kann auf jeden Fall viel machen und viele Freunde besuchen und sowas. Und dann sehe ich auch meinen Doggy mal wieder. Ich habe ja mit meinem Ex-Freund hatte ich ja einen Hund und der ist ja bei meinem Ex-Freund geblieben. Und jetzt, wenn ich in die Heimat fahre, dann besuche ich den immer, dann gehen wir immer spazieren und so. Und der freut sich immer so krank, wenn er mich sieht. Und ich freue mich immer und dann freuen wir uns beide und dann rasten wir einfach beide komplett aus. Also ich rede vor dem Hund, ne? Nicht vor meinem Ex-Freund. Ach ja, und ich war ja beim Friseur. Leute, also so, wenn ich die Haare so habe, dann ist es einigermaßen okay. Aber ich bin so krass blond geworden und halt hier auch irgendwie vom Ansatz, also wie gesagt, ne, mit der Frisur sieht man das jetzt nicht so krass, aber halt auch so irgendwie ein bisschen Gold und Gold ist ja so gar nicht mein Ding. Jetzt habe ich nochmal einen neuen Termin ausgemacht, dass wir das ein bisschen anders machen halt, weil ich irgendwie echt unhappy bin. Deshalb werdet ihr mich nur noch mit dieser Frisur sehen. Ich habe jetzt wieder neue Extensions drin, so Dingsy, wie heißt es? Boah, die sieht man ja voll krass, oder? Da sind ja gar keine Haare drüber. Oh, ich bin so ein Opfer, Alter. Toll. Das war übrigens, wenn ihr gerade vor der Entscheidung steht, ob ihr euch die Haare abschneiden sollt, don't do it, okay? Vor allem, wenn ihr, so wie ich, schon immer lange Haare hattet und eure langen Haare eigentlich liebt und euch einfach nur denkt, boah, so kurze Haare wären voll nice und würden voll cool aussehen und voll stylisch. Ich sah einfach aus. Also ich weiß, viele von euch haben gesagt, so voll nice und keine Ahnung, sieht gut aus und so. Aber ich habe mich gefühlt so, keine Ahnung, wie 35 und als ob ich meine Kinder gleich vom Fußballtraining abholen muss. Also das war nicht so mein Ding. Ich mache mir jetzt dann gleich nur noch was zu essen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, eigentlich, also ich fange jetzt nicht heute damit an.
Also ich fange nicht heute damit an, aber grundsätzlich habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt mein Essen tracke und so, weil ich mache so viel Sport, Leute. Ich gehe einfach 6-mal die Woche trainieren und ich sehe halt nicht die Resultate, die ich eigentlich sehen sollte, wenn ich so oft trainieren gehe. Und das liegt halt nur an der Ernährung und das fuckt mich so ab, also wirklich. Das ist halt voll frustrierend irgendwie, wenn man weiß so, okay, ich gehe jeden Tag trainieren, aber irgendwie sehe ich nicht so aus. Also ich sehe aus, als ob ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht hätte, außer wenn das Licht gerade gut ist. Deshalb, keine Ahnung, werde ich mal, vielleicht mache ich auch ein Video dazu. Boah, ja, das könnte ich echt machen, gell? Boah, dann stresst mich das ja noch mehr, da muss ich filmen, tracken, einkaufen. Stressig. Aber ich werde ein Video draus machen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Bock auf so ein Video habt, ob euch das interessiert, so Ernährungsthemen und sowas. Jetzt gucke ich mal kurz, ne? Letzter Instagram-Post, ihr wisst Bescheid. Einfach Hashtag Sarogang, dann wirst du das nächste Mal vielleicht auch gegrüßt. So. Alter, ich sehe ja schon wieder gar nichts ohne meine Brille. Ich wähle das Ganze übrigens nach dem Zufallprinzip aus. Also ich gehe so lange runter und hoch, bis das erste Mal. Okay. Und da haben wir schon. Das ist sogar die kleine Maus, die den Hashtag falsch geschrieben hat. Aber sie hat ihn dann nochmal richtig geschrieben. Und es ist ja auch nicht so dramatisch. Also ich habe trotzdem gesehen, dass du viele Bilder kommentiert hast. Und deshalb, liebe Lara, ich freue mich, dass du Teil der Gang bist. Und ich hoffe, du bleibst auch ein Teil der Gang. Ich verabschiede mich hiermit, ne? Das war jetzt komisch, normalerweise mache ich es immer andersrum, gell, dass ich erst so jemanden grüße und dann das mit dem Dings sag. Und jetzt ist es so voll, okay, ups, bye, scheiße. Habe ich euch eigentlich erzählt, soll ich das jetzt noch sagen oder nicht? Boah, diese Taube, gell, die macht mich, ich schwöre, die macht mich wahnsinnig. Guckt euch das mal an, diese scheiß Taube. Du sollst da weggehen. Die kacken mir meinen ganzen Balkon voll. Und ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Ja, du. Guck mal, die ist voll unbeeindruckt auch, wenn ich da hingehe. Hallo? Wie viel kommen da denn noch? Habt ihr euch da ein Nest gebaut? Boah, oh Gott. Hoffentlich haben die da nicht Babys reingemacht oder sowas. Oh, scheiße, ich sehe überhaupt nichts. Ah! Fuck. Okay, ich muss gucken, ob da ein Nest drin ist. Und wenn keins drin ist, dann muss ich das sofort zumachen. Weil seht ihr das? Die kacken hier überall hin. Ich habe das gestern schon weggemacht. Den ganzen Balkon haben die hier vollgeschissen. Da kriege ich ja sowieso einen Anfall. Belastend. Einfach belastend. Ja. Übrigens, das andere erzähle ich euch in dem nächsten Video. Vielleicht hat sich dann auch schon ein bisschen was Neues ergeben und so, weil gerade aktuell ist es eine komische Situation. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Cuties. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions.